Weil jetzt kommt erst einmal das taktische Paktieren. Genau bei euch nämlich. Wie heißt du, Kotze? Nicht hinterfragen. Also, Redai. Mr. Moore. Du bist zurück. Er blickt auf die Jägerin in der Gruppe. Wir hoffen, dass du die Wahrheit über das Schicksal meines Bruders ergründest. Ich habe meine Aufgabe abgeschlossen. Es ist an der Zeit, mit meinem Vater zu sprechen. Was hast du gesehen? Wo ist Firon? Radai macht einen Schritt nach vorne. Sag es mir. Redai, die Jägerin hält ihre Hand zwischen dich und ihren Begleiter. Die Wahrheit gehört uns allen, selbst Arthwin. Das weißt du. Redai zögert einen Augenblick, erwischt sich den Schweiß vom Gesicht. Rote Farbspuren bleiben auf seinen Händen zurück. Ich bin bereit, die Wahrheit mit dem armen Vater zu teilen. Anamin Vater zu teilen. Er schaut hoch. Und ich sorge dafür, dass auch Arthwin das ist. Aha, Erfahrung gehalten. So, das heißt, wir müssen mit Bedwell reden. Geist in an Armands. Unsere Wege kreuzen sich erneut. Ich habe das Verschwinden von Fionn untersucht. In der Tat, Arthwin und Rida haben kaum von etwas anderem gesprochen. Ich beneide dich nicht um deine Position. Galvins an Anafs. Trotzdem könnte dein Zeugnis die Spannung zwischen den Hütern des Steins und des zweifach gespaltenen Pfeils auflösen. Ach so, das waren die Hüter des Steins. Sie bildet einen Turm mit ihren Fingern. Wenn du deine Beweise gesammelt hast, werde ich deine Anhörung einberufen. Dann lasst uns anfangen. Sie nickt. Ich werde Arthwin und Rida herbeirufen. Das ist, was du uns offenbaren wirst. Galfs an Anams wird über ihr Schicksal und den Namen ihrer Stämme entscheiden. So, Jungs. Bevel steht am Kopf der Halle, die von einem Dutzend Kerzen erleuchtet wird. Sie wirft einen langen Schatten über den Boden. Wir haben uns hier versammelt, um Behauptungen von Arthwin und Rida bezüglich des Verschwindens von Firon abzuwägen. Zu diesem Zweck ehrt uns die Gegenwart eines Galfs an Anams. Also das ist wahrscheinlich die ich verbringe die immer durcheinander, das sind die Glafantaner, die hier leben, nicht mehr die Invitarianer, das waren die Urmenschen da. Dessen Einblicke uns bei der Urteilsfindung helfen werden. Erscheint das Murmelhall von der Vorderseite der Hütte wieder. Wir beginnen mit Arthwins Behauptung. Er beteuert, dass ihn Fionn in eine Konfrontation mit dem Stegi hineinlockte und dass er das Biest selbst erschlagen hat. Fionn sagte, er hätte sich selbst ins Exil geschickt, da er befürchtet, das Wissen um seine Taten könnten die Hüter des Steins mit Schande überhäufen. Sie hält einen Zahn hoch, der so lang wie ihr Arm ist. Als Beweisstück hat er einen Reißzahn des großen Stegiers mitgebracht. Radai dagegen erklärt, dass sein Bruder während der Jagd von Arthwin hereingelegt und umgebracht worden ist. Außer durch einen Verrat wäre ein Jäger vom Firons Ruf nicht bei der Blutjagd gefallen. Als sie dich anschaut, flackert und tanzt ihr Schatten im Kerzenlicht. Und jetzt wenden wir uns unserem Galfs an Amams. Wir bitten dich nun darum, deine Beobachtung mit uns zu teilen, damit wir Frieden zwischen diesen beiden Stämmen schließen können. Welches Schicksal ist Firon widerfahren? Sie senkt den Kopf. Firon ist tot. Was? Redai starrt dich mit zwischen Überraschung und unverzerrtem Gesicht an. Er wendet sich Arthwin zu. Wie, du mickriger Schwächling, wie? Die Anamin Fahrt lässt ihren Kopf auf die Stammesbrüder zustellen. Vergesst nicht, wer ihr seid. Redai pumpt seine Brust auf, lässt das Kinn aber bald gehorsam sinken. Arthwins Augen schießen hin und her. Die Anamin Fahrt fährt fort. Diese Wahrheit zu erfahren, stimmt uns traurig, aber wir müssen noch weiter auf den Grund gehen. Ihr noch weiter auf den Grund gehen. Wenn das so ist, wie ist dann der riesige Stegir gestorben? Ich könnte jetzt die Wahrheit sagen und sagen, dass Fionn ihn erlegt hat. Damit helfe ich, damit ja, sage ich die Wahrheit eben, aber wenn ich nochmal rezessieren darf. Der Stegir stand am Fluss und hat getrunken. Fionn und Arthwin haben ihn entdeckt und wollten ihn erledigen. Fionn hat Arthwin dazu angewiesen, den Stegir von der bestimmten Seite anzugreifen und hat ihn sozusagen als Köder benutzt.
Also eigentlich hätte Artwin draufgehen können in dem Fall. Fionn wollte ihn einfach opfern. Artwin hatte einfach nur Glück, dass Fionn schneller war als der Stagir. Also eigentlich ist es richtig, die Wahrheit zu sagen, dass Fionn ihn erlegt hat, weil sie haben sich gegenseitig getötet. Andersrum ist es aber, wäre es aber das Richtige, weil Fionn eigentlich eine ziemlich miese List benutzt hat, zu sagen, dass Artwin ihn erlegt hat. Lügen wir einfach mal. Die Bestie wurde von Artwin erlegt. Artwin drückt sein Kreuz durch und hebt sein stoppeliges Kinn. Da hast du es, dieser Sieg ist mein. Er schaut sich in der Halle um. So eine Heldentat hätte dir vor einem zweifach gespaltenen Pfeil nicht erwartet, was? Das Fell auf ihren Arm stellt sich auf Ruhe. Ihre Schlitzpupillen verengen sich. Verengten sich, als sie dich betrachtet. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Gelbes an Amens macht für die sechs Stämme die Wahrheit geltend. Genau das wollte ich eigentlich hinaus, auf das wollte ich hinaus, was hier steht. Auch wenn es gelogen ist. Manchmal ist halt das Lügen doch das Bessere. Fionn hat Artwin überlistet und ist Stagir allein bekämpft. Er starb im Kampf gegen diese riesige Kreatur. Artwin rächte Fionn und versuchte dann, seine schändlichen Taten zu vertuschen. Deine Worte hallen entlang der Passage der Sechs zu den Ernsten zuhören, wenn wir nickt. Es ist so, wie du sagst. Wir danken dir, dass du die Wahrheit mit uns geteilt hast. Die arme Pfad wendet sich Artwin und Rhidai zu. Brüder der Stämme, lass diese Wunden heilen. Geht in Frieden und denkt über die Schande nach, die ihr über uns gebracht habt. Estramor, bitte lass mich mit dir sprechen. Habe ich jetzt... Ja, ich habe einen Punkt enttäuschend gekriegt. Und auch einen in aggressiv. Naja. Gut. Artwin weicht deinen Blick aus, als du dich näherst. Er kratzt sich seine Barstoffe und blickt zu Boden, als würde er dort nach einer Antwort suchen. Ich weiß nicht, wie oder warum, aber du kamst, als wir dringend einen Freund brauchten. Unsere Hoffnung liegt Fangitar dank deiner. Der Jäger blickt auf, sein Grinsen erstreckt sich vor einem geröteten Ohr zusammen. Mein Stamm wird niemals vergessen, was du für uns getan hast. Ich werde es niemals vergessen. Bitte, ich weiß, es ist nur ein bescheidener Dank. Es wiegt nicht auf, was du uns gegeben hast. Artwin wickelt ein längliches Bündel Tierhäute aus Tierhäuten auf. Wir haben sehr wenig, aber hier ist eine unserer besten Waffen der besten Jäger in Erglanfahrt würdig. Nehmen Sie und erweisen den zweimal gespaltenen Pfeilen noch diese eine Ehre. Der Jäger verbeugt sich und geht davon. Nach einigen langen Schritten blickt Artwin zurück. Ein breites Grinsen funkelt über seine fleckigen goldenen Pflaumen. So, Level Up für Hivarias und wir haben einen Jagdbogen für Sagani gekriegt. So, ich hätte gern meine normale Rüstung wieder jetzt. Wobei, ist die besser? Nicht wirklich. Die macht nur drei Entschlossenheit mehr. Mehr macht sie nicht. Und wir haben für Sagani einen Bogen, der vielleicht was taugt. Na dann, Lepo. Ja. Ich würde sagen, wir haben eigentlich das Richtige getan und damit die Mission auch abgeschlossen. Jetzt sind nur noch die drei übrig. So, das heißt, wir geben Hivarias sein letztes Level ab. 16 Punkte. Heimlichkeit, Überleben, Wissen. Ja. Größere Wildschlagverbrennung, Bonuszauber. Ne, machen wir einfach bei Bonuszauber der Stufe 4. So, das heißt, die trauernde Mutter ist die einzige, die noch fehlt. Wow, die braucht aber verdammt viel. Na gut. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Was steht eigentlich so jetzt in diesen beiden Missionen, die wir abgeschlossen haben? Jäger und Bruder. Ich schloss meine Untersuchung von Fionns Verschwinden ab und legte der armen Pfad meine Position dar. Man glaubte Artwins Geschichte, was ihn zu einem großen Helden machte. Ich habe mich mit Artwin darüber unterhalten. Das war der letzte Eintrag.
Ich habe mich entschlossen, mit der am Pfad in der Passage der 6 zu sprechen, dir die Ereignisse zu schildern. Blutopfer. Ich habe Bleda überzeugt, ja, ich habe zwar bereits das Gift, ja. Nachdem ich erfahren habe, dass Simok vorhatte, seine orealische Adoptive dort zu opfern, habe ich Liras Plan ausgeführt, Simok zu vergiften. Die Trufkunft der drei Stoßzeilen Stege ist nun ungewicht, doch Simoks böses Vorhaben ist vereitelt. Jo. Das heißt, wir gehen jetzt in die Nordlandschaft, machen dort die Quest. Also den Kopfgeldjägerauftrag. Und dann werden wir gucken. Naja, dann werden wir die anderen drei Kopfgeldjägeraufträge noch machen. Vorher werden wir unsere Gruppe wahrscheinlich wieder umarrangieren. Ich meine, ich glaube, ich werde für hier Vivarias, obwohl Durins kann ich ja jetzt gerade nicht aufnehmen. Der ist ja auf der auf dem großen Abenteuer. Das dürfte aber nur noch eine Runde gehen, oder? Ja. Bonus auf durchschnittliche Reputation. Hm. Also alles, wo ich Durchschnitt habe. Wie sehen denn so die Punkte aus? Ich bin Meister, Meister. Ich bin Held in den Zwillingsräumen. Held, Held. Ethik 0, da bin ich beides mal. Schlecht. Halunke, was okay ist. Die Reißzähne bin ich Exzentriker. Naja. Ich bin rational, ehrlich und wohltätig 3. Täuschend und aggressiv bin ich auf 2, was ich eigentlich nicht so gerne hätte sein möchten. Wahrscheinlich das eine Mal aggressiv, weil ich den Priester in den Ethik 0 angegriffen habe. Einfach so habe ich einen Punkt in aggressiv gekriegt. So, das heißt, ich reise jetzt mal in die Nordlandschaft. Und gehe schon mal vor diese Höhle. Oder nee, ich gehe gleich in die Höhle rein. Dann speichere ich da drin ordentlich und dann machen wir einen Cut. Jo. Dann ist die Aufgabe nämlich auch erledigt. Naja, dann können wir nächstes Mal bei der Aufgabe anfangen und sie erledigen, so wollte ich sagen. Hm. Hat ja bis jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Ich meine, wir haben den Kopfgeldauftrag gemacht. Wir haben es geschafft, die beiden Aufgaben abzuschließen. Wie kommen wir am besten dahin? Nicht so hier rum. Ja. Aber hey. Wir nähern uns wirklich langsam dem Ende, oder? Nordlandschaft Höhle, da wollen wir hin. Pilgerschrein, das Nest. Wach. Oh, wenn wir dann schon mal hier sind, können wir. Waldlaura? Let's go. Sumpflaura, Waldlaura, okay. Oh, und ich muss bei Kanna auch das Lied mal. Yes. Umarrangieren. Du brauchst so viel Fokus. Also sind nicht mehr viele übrig. Okay, Sumpflaure vor dem. Vor der Höhle. Auch nicht schlecht. Mhm. Wenn ich mal überlege, wie heftig die mal waren. Aber gut. So. Wir können wahrscheinlich noch einen Schritt vormachen. Hierher. Following your lead. Kann ich mal kurz den Gesang editieren. Marsch der Kamua. Wo war nochmal das Editieren? Ah, hier. Gesänge.
Nö, ich glaube, ich mache das am Anfang von der nächsten Folge dann. Spielstand speichern. Das ist jetzt LP28. LP28. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.